Willkommen zurück, Leute, zu The Evil Wolf Inn und unserer netten kleinen Krankenschwester. Hallo, Frau Krankenschwester. Da brauche ich die Laterne auch gar nicht anmachen, weil Sie haben ja hier genug Licht, um sich die Nägel und die Maniküre zu machen. Während hier aber alles langsam zusammenbricht, haben wir das letzte Mal unser Gehirn aufgefrischt mit unserem Stuhl und unsere Genauigkeit und Kritischtreffer und Pipapo verbessert. Sehr, sehr gut. Dann können wir jetzt wieder fröhlich durch den Spiegel latschen. Er weiß überhaupt nicht, was hier abgeht. Schlüssel haben wir geholt. Bisschen Muni und so. Dann ab durch den Spiegel. Soll es da durchgehen? Ich sollte es etwas länger halten. Wieder zurück im Trautenheim. Wieso? Nein, wir wollen ja nicht wieder durch. Wir wissen auch gar nicht, wie wir da überhaupt hingekommen sind. Das ist das Komische. Wir können einfach an dieser Stelle wieder zurück. Das ist komisch. Naja, es geht weiter. Ich hoffe, du hast alles geladen, was geht. Wir haben irgendwie gar nichts an Bolzen und so. Wir können... wie war das? Man konnte das doch irgendwie herstellen. Wie ging denn das jetzt mit dem Herstellen? Frag mich nicht. Hier Bolzen herstellen. Genau. Okay. Und dann können wir die Harpunenbolzen oder Explosiv... Oh, Explosiv fand ich ja immer am besten, ne? Schock fand ich doof. Kälte war auch immer super. Blende will ich überhaupt nicht. Harpune weiß ich nicht. Explosiv finde ich immer gut. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen von. Kann ich überhaupt noch irgendwas herstellen? Nö. Okay, das war's schon wieder. Wenigstens haben wir ein Explosivbolzen. Das ist ja toll. Okay. Kontrollpunkt. Ganz wichtig. Ich höre schon wieder irgendwelche Monster. Immer diese Monster. Ich nehme mal die ganz normale Magnum in die Hand, obwohl die im Moment nicht mehr viel bringt. Haben wir davon wenigstens noch ein paar Schuss? Hallo, Leute. Ach du Scheiße, ich sehe da hinten ganz viele Freunde von uns. Hallo. Streichhölzer, was soll denn das? Was soll ich denn hier mit den Streichhölzern? Gut, okay, auf der anderen Seite braucht man die auch immer. Das sieht lustig aus. Sieht aus, als ob wir hier so eine kleine Aktion zu tun hätten. Ja, genau sowas habe ich mir gedacht. Da drückt irgendjemand einen Schalter. Und dann kommt irgendjemand runter oder sagt den anderen Bescheid. Die fahren dann da irgendwie so runter und so. Hm. Ich sehe das jetzt schon, dass ich ein paar Mal sterbe. So, wer macht hier was? Was kann ich hier machen? Du stirbst nicht. Was machen die denn jetzt hier so? Lustiges. Ja. Hallo. Ich bin da. Ja, dann die Schrotflinte. Kommen ja anscheinend ein paar mehr Freunde. Immer schön anzünden. Die wissen ja jetzt Bescheid. Ich wollte gerade die Leiter hochgehen. Ist in Ordnung. Also irgendwie hatte ich aber das Gefühl, die wissen noch gar nicht, dass wir kommen. Ich dachte halt, die wissen jetzt alle voll Bescheid und so. Geht dann richtig die Post ab, weil die Musik anfängt. Aber irgendwie war das halt eher so, als ob die gar nicht wissen, dass wir da gerade rumschleichen. Sondern er ist da halt nur so zufällig lang gegangen, hat den Schalter betätigt. Und die wissen halt noch gar nichts, ne? So. Er wieder hier mit seinem Hebel. Ich weiß aber noch nicht so ganz, was wir machen. Ich glaube, wir sollen da oben hin, wo er halt auch ist. Oder sollen wir irgendwas rückgängig machen oder so? Das ist voll, okay. So ein Scharfschützengeschichte wäre natürlich auch gut. Weil... die ja irgendwie dann alle kommen. Die, in der Kiste war zumindest nichts drin. Können wir die nicht von hier mal platt machen? Wo ist er denn? Oder die da oben? Ne, da kommen wir nicht ran. Die lassen ja nach und nach die Leute dann da durch.
Na komm mal hier lang, genau. Okay. Das war gut. Jetzt kommen die nächsten, ne? Wollen wir mal nachladen? Hallo? Okay. Geh mal hier trotzdem lang. Oh, da ist noch was. Da ist noch was. Und an die Kisten komme ich ja auch sicher. Jetzt erst. Ich weiß nicht, was das ist, was ich eingesammelt habe. Aber gut. Er will anscheinend nicht aufstehen. Ich glaube, erst wenn wir da hingehen, passiert was oder so. Da wäre natürlich auch gut hinzukommen. Ich bin etwas verwirrt hier gerade. Okay, dann doch die Art. Okay, schnell. Der steht bestimmt wieder auf. Ich weiß nicht, wer jetzt hier kommt. Was machen die hier? Wo kommt hier einer? Ich habe ein bisschen Angst hier oben. Sonst gehe ich wieder runter. Was mache ich denn jetzt hier oben? Naja, lad mal schon mal nach. Können wir da irgendwie hinspringen? Oder komme ich da irgendwie hin? Wir sind ja hier schon voll in Action. Aber ich kann ihn auch nicht verbrennen, den einen. Nee, da kann ich nicht durchschießen. Da würde ich nur meine Muni verbrezeln, glaube ich, wenn ich da durchballer. Hier ist doch einer, oder? Also hier sind ganz viele, aber es wirkt so, als ob hier einer kommt. Nee, das sind nur die da oben. Ja gut, mit denen... Das war jetzt nicht so schlau. Okay, wer kommt da? Da kommen die Nächsten. Ich verstehe. Shit. Schnell! Oh Gott. Ja. Hast du vielleicht Bock, da mal wegzugehen? Hey, das wird nix. Nee. Es ist irgendwie total blöd hier gerade. Weil der eine da immer... Wo ist er denn? Jetzt habe ich hier echt meine Spritze verballert. Habe ich noch einen Erste-Hilfe-Kasten oder irgendwas? Na prima. Bin hier kurz vorm Verrecken. Ja, was soll ich machen? Ich kann den Glibber einsammeln. Shit, da kommen die nächsten schon. Nein! Lauf! Lauf, 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 lauf. Die sollen selber explodieren. Scheiße, ich bin gefangen. Ja, war klar. Ich weiß nicht, ob es mir hinterhergeschmissen hat oder ob sie selber explodieren. Ich hatte gehofft, dass er hinter mir mit seiner eigenen Bombe da explodiert. Aber ich habe es nicht geschafft. Ja, dann muss ich den Lauf leider nochmal machen. Ist halt leider so. Aber wenigstens weiß ich jetzt so ungefähr, was auf uns zukommt oder wie viele da kommen. Ja, ja, mach mal dein Ding. Kannst du irgendwas schon mal nachladen? Nö, ne? Nee, aber wenigstens habe ich alles. Hier nehmen wir alles mit, was geht. Okay, das ist gut. Da komme ich nicht weiter. Hier, die können wir doch schon platt machen. Am besten eigentlich auch ihn direkt.
hin. So, das war gut. Ich habe Angst, dass ich hier runterfalle. Tue ich aber nicht so schnell. Okay. Prima. Den schicken sie uns jetzt nach. Das war auf jeden Fall gut. Bis jetzt haben wir vorteilhaft die Lage gemacht. Jetzt nehme ich mal die Schrotflinte in die Hand. Genau. Anzünden, anzünden, anzünden. Hallo. Oh, ich hasse das so, ne? Prima. Mach sie fertig. Da kommen die nächsten. Oh, ich hasse das so, diese Stelle hier. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg! Ich konnte nichts machen, weil er sich halt immer erst noch erholt. Ich stand so unvorteilhaft da gerade mitten im Weg. Ich wollte noch weg, aber ich konnte nicht. Echt. Also so doof bin ich dann auch nicht, dass ich das nicht sehe. Jetzt fängt es an, mich hier zu ärgern langsam. Aber gut, ihr wollt das ja so. Ja, mach dein Ding. Wir wissen es, ist mir jetzt egal. Weh, du schmeißt hier meine Sachen runter, dann töte ich euch. Okay, irgendwas zum selber basteln. Du sagst Bescheid oder was wird das hier? Wunderbar. Okay, die haben wir schon mal platt gemacht. Finde ich gut. Dann nehme ich wieder die Schrotflinte in die Hand. Was sonst? Ja, hi Leute. Jo, der ist hin. Der ist auch hin, super. Dann kommen die nächsten. Ich bin bereit. Jo, jo, jo. Und schnell hin. Ja, dich hab ich. Dich hab ich auch. Wer kommt noch? Wer hat noch Lust? Munition. Shit. Ja, prima. Haha. Aber da kommen bestimmt noch mehr. Noch mehr? Ach, hier, er hier. Shit, 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 shit. Okay. Wir brauchen das Scharfschützengewehr. Sonst schießt er. Weg da, weg da, weg da. Shit. Okay. Den hole ich mir anders. Hol dir mal den Glibber. Oder so. Ja. Oh Gott, ich will nicht sterben. Oh, wie kann denn das schon wieder sein? Ach, scheiße. Ich hätte nicht auf ihn schießen sollen, während er die Bombe in der Hand hat. Ich war so gut im Run gerade. Oh, ich krieg schon wieder die Krise hier. Ich schaff das noch in diesem Part. Ich rede mich jetzt einfach raus mit, dass ich halt jetzt schon fast ein halbes Jahr das nicht gespielt habe. Und dann kann sowas ja mal vorkommen. Ich darf die Muni nicht vergessen, da eigentlich am Ende eins zu sammeln. Die ist ja eigentlich voll gut, dass sie da noch liegt. Bevor sie weg ist. Jo, okay. So, du auf jeden Fall und du...
Ja, bleib mal stehen da. Oder auch nicht. Dass er das hier auch nicht merkt, ne? Voll merkwürdig eigentlich. So. Ihr seid schon mal weg. Dann kann ich mir die ja eigentlich da hinten holen, oder? Vergesse ich ja immer. Ja. Gut. Gleich Nachschub. Und die da oben, die freuen sich schon. Ja, es geht gleich los. Macht ihr mal die Tür auf wieder? Tür auf. Hallo. Keiner möchte mir die Tür aufmachen. Jetzt aber. Ja, nee, ist klar. Weißt du? Willst du mich verarschen? Ist das dämlich. Haben wir es dann? Blödkopf, echt. Kann man jetzt hier oben mal was ändern? Ich will nicht, dass der aufsteht. Zünd den doch mal an, den Affen hier. Ey, es ist so doof, ne? Ich bin wieder voll reingerannt. Steh auf! Das ist unglaublich. Immer wo ich bin, ist die Scheißbombe. Ich fasse es einfach nicht. Ich bin zu doof. So, auf ein neues, Leute. Es ist, wie es ist. Ich frage mich, ob ich das hier ganz, das Ganze gerade rausschneiden soll. Aber wir machen uns mal einen Spaß und ich schneide das Ganze hier nicht. Ich weiß, wie nervig das ist als Zuschauer. Wenn man dann so denkt, oh, okay, jetzt reicht es aber langsam, ne? So, jetzt muss ich es aber auch echt langsam mal hinkriegen. Kann ja wohl nicht angehen. Kenne ich. Aber macht ja keiner mit Absicht. Wir werden das jetzt schaukeln, das Pferdchen. Also ich werde jetzt mal auf die Bomben hier achten. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, hier, er hier auch wieder. Macht seine Runde. Er steht aber hoffentlich nicht wieder auf. Und er hier auch gleich. Wunderbar. Läuft. So muss es ja laufen. Wenn. Ob es hier noch eine Statue irgendwo gibt, frage ich mich auch. Wenn er das erste Mal macht, aber wer kriegt das schon beim ersten Mal so hin? Ne? Hallo! So, viel besser. Jawohl. Und die nächsten. Hallo? Nein, weg da. Nein, weg da. Weg da, weg da, weg da. Nein. Okay, schnell hin. Schon wieder an der falschen Stelle. Echt. Okay, gut. Wo ist der andere? Nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, er ist selber in die Luft. Okay. Schnell weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Okay. Ich hab echt Schiss. Okay, das müsste... Ja, wunderbar. In die Luft gesprengt. Wir brauchen unbedingt eine Spritze.
Oh nein, Victor! Oh Mann. Mitten in der Spritze, ich könnte kotzen. Okay, gut. Haha. Ich würde ganz gerne mich irgendwie heilen, aber ich kann nicht, ne? Ich darf nicht, schön. Dann... Warte mal, wir haben doch noch eine Granate. Die nehme ich jetzt mal in die Hand. Falls welche kommen. Habt ihr noch welche für mich oder kann ich jetzt nach da oben gehen? Habe ich es geschafft? Geh du mal nach da oben. Sind da noch welche? Ach, da liegt noch eine Spritze. Die heilige Spritze. Nimm sie bitte. Prima. Dann traue ich mich nämlich auch wieder mit der Schrotflinte zu arbeiten. Und du lässt dich bitte nicht fallen. Weil da muss man ja doch ein bisschen näher auch ran an die Typen. Geh mal auf hier, du Scheißtor. Hatte ich ihn noch? Ich hatte ihn. Definitiv. Da ist er explodiert. Tor ist offen. Glibber ist unserer. Yes. Am Ende des Parts doch nochmal schnell geschafft hier. Puh. Ich werde es nicht schneiden, auch wenn es vielleicht etwas nervig für euch ist. Aber so ist es gelaufen. Mit all den Versuchen. Es war ein bisschen blöd immer, dass ich mitten in die Bomben reingerasselt bin. Es war natürlich nicht mit Absicht. Aber gut. Ich halte Ausschau nach Statuen für den Fall der Fälle, aber habe hier auch keinen Plan. Kannst du irgendwas nachladen noch? Dann tu's. Die Schrotflinte ist mein Freund. Kontrollpunkt. Ist da irgendwo einer? Dann will ich ihn jetzt erledigen. Oh, das wäre ja aber auch ein super Ort hier für eine Statue. So, weil man dann schnell weiterläuft und nicht drauf achtet und so. Naja, ich kenne ja die Tricks hier im Spiel langsam. Da geht's runter. Können wir von hier aus tatsächlich irgendwas abschießen? Ich will es nicht verpassen. Irre gemacht hier mit der Grafik und der Umgebung. Voll der Komplex. So, ich gehe runter. Guck hier nochmal nur in die Ecken. Also ich sehe hier nichts so weit, weiß aber auch nicht wo lang. Dann gehe ich jetzt runter. Da kann ich durch. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen, falls mal was explodiert, auch in Sicherheit. Das muss man sich mal merken, vielleicht. Oh ja. Oh ja. Boah, ich habe immer Schiss hier, ne, an solchen Stellen. Gerade weil wir auch wieder... Ach, jetzt sind wir auf der Seite nämlich. Gerade weil wir auch, wenn wir eine Muni-Nachschub kriegen, dann ist das ja auch schon wieder irgendwie so... Sagt einem ja auch schon wieder was. So, hey, du wirst es vielleicht brauchen. Das haben wir mal schön ein. Weil gleich kommt wieder was. Weiß man ja immer nie. Geh mal durch. Okay, kannst du nicht. Das ist doof. Aber du kannst einfach hier auf die andere Seite. Okay, dann ist das natürlich überflüssig. Wozu das hier so machen? Warum das auf? Kannst du es nicht einfach aufhauen? Ja. Ja, schön. Dann kannst du sehr die Tür aufmachen. Und zumachen. Kannst sie auch wieder zumachen. Konnte man auf die Fässer nicht auch schießen? Oder war das an der Stelle jetzt unnötig? Ich weiß es nicht. Wow, diese krächzende Musik auch noch. Gruselig. Kisten mit nichts drin. Schön. Doch, hier ist ein bisschen Zeugs. Was ist das hier für ein Ding? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das war aber auch keine... Okay, nee, das war nur ein Stück Holzkiste anscheinend. Mit nichts. Ich gehe hier hoch. Weiß nicht, was uns erwartet. Streichhölzer. Mhm. Kannst du hier drehen? Jo. Dann dreh mal.
Prima, ein Kontrollpunkt. Ich mache an der Stelle einen Cut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei The Evil Within. Ciao.